Wir, die Herren Waterdeeps, müssen das Böse, das unsere Stadt belagert, schlagen. Ruft die Helden des Landes zusammen und lasst uns unsere Champions wählen. Meister! Sie glauben, sie hätten eine Lösung gefunden. Euer Auftrag sei es, dieses Böse zu finden und, falls möglich, zu vernichten. Bereitet die gefahrvolle Reise vor. Beginnt eure Suche unter der Stadt. Wir haben sie! Ihr Schicksal ist besiegelt. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play Eye of the Beholder spielen wir. Ein Spiel 1991 veröffentlicht worden von den Westwood Studios in Kooperation von SSI, wobei die, glaube ich, nur als Publisher gegolten haben. Westwood hat dann später irgendwann mal Lands of Lore gemacht. Sie sind dann vom Dungeons & Dragons, also das ist ja hier Dungeons & Dragons, sind sie weggegangen und haben was Eigenes gemacht und da dieses Glanzleistung von Dings gemacht. Aber Eye of Beholder war auch ein sehr, sehr gutes Spiel und ja, einer der ersten Dungeon Crawler? Ich bin mir gar nicht so sicher. Nee, ich glaube nicht, aber trotzdem ein sehr, sehr bekanntes Spiel und sehr, sehr kultig. Ein richtiger Klassiker. Das Spiel selber hat keine Automap. Das haben sie ja bei Lands of Lore dann eingeführt und zwar ja großartig, wie sie das gemacht haben. Das Spiel selber hat jetzt keine Automap. Es gibt ein kleines Programm, das dann quasi die Automap macht. Ist dann ein kleines Fenster nebendran, wo man die Automap hat. Allerdings funktioniert sie dummerweise nur mit der englischen Version. Ich habe es probiert gehabt, ich habe es nicht zum Laufen gekriegt. Sehr, sehr schade. Dann habe ich mir überlegt gehabt, wie machen wir das Ganze? Ich könnte mir natürlich im Internet die Karten runterladen und danach das Ding machen, finde ich aber blöd. Ich könnte hier auf so einen Block hier das Ding aufzeichnen, damit ich die Karten habe und weiß, wo ich bin, fand ich auch blöd. Und dann habe ich mir gedacht, dann machen wir es doch einfach zusammen mit diesem Dungeon-Doodler, den ich ja auch schon bei Quest for Glory 4 oder was? 3? Ne, ich glaube 4 war es. Benutzt habe. Oder war es doch 3? Ich weiß es nicht mehr, egal. Ich glaube 4. Auf jeden Fall würde ich das gerne machen. Ich hoffe, dass es auch geht. Ich habe in der Probeaufnahme allerdings Probleme gehabt, dass dieser Doodler auf einmal irgendwie gecrashed ist und nur noch ein weißes Bild gezeigt hat. Ja, das war nicht ganz so toll. So. Moment. So wollte ich es haben. Ich habe gelesen gehabt, dass wenn man das Bild zu groß macht, dass er da öfters mal Probleme hat und vielleicht lag das da dran. Ich habe es jetzt kleiner gemacht. Ich hoffe, dass es trotzdem noch geht, dass ich das richtig so hinkriege, dass es keine Probleme gibt. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Okay, lasst uns einfach mal ein neues Team aufbauen. Wir können uns 4 Charaktere erstmal erstellen. Ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, im Laufe des Spiels können wir noch weitere Gefährten finden, sodass wir, ich glaube, zu 6 unterwegs sind.
Aber vier können wir auf jeden Fall erstellen. So, und so werden sie auch aufgestellt. Die zwei ganz vorne, zwei ganz hinten. Hinten kann man natürlich mit Nahkampfwaffen nicht angreifen. Also mit einem normales Schwert kann man nicht angreifen. Bei langen Waffen wie Speere, Stäbe oder so bin ich jetzt nicht sicher. Das könnte funktionieren. Und werfen kann man auch und zaubern. Das heißt, Zauberleute sollten hinten stehen, während die Nahkämpfer vorne stehen. So, das erste, ja, wir können auf jeden Fall Mensch, Elf, Halbelf, Zwerg, Gnom oder Halbling erstellen, jeweils männlich oder weiblich. Unser erster Charakter wird ein weiblicher Mensch werden. Dann haben wir natürlich noch die Klassen. In diesem Fall können wir nur einen Kämpfer, Waldläufer, Paladin, Magier, Kleriker oder Dieb machen. Das bei anderen Klassen kann man auch anderes Zeug machen. Wie zum Beispiel Kämpfer, Schrägstrich, Dieb, also so ein Zweiklassensystem. Hier wollte ich gerne einen Paladin nehmen. Paladin ist so eine Mischung aus Kämpfer und Kleriker. Hat mir schon immer ganz gut gefallen, habe ich schon immer ganz gerne genommen. So, den dürfen wir natürlich mal mit Rechtschaffen gut spielen. Dann müssen wir uns hier ein Bild raussuchen. Da habe ich mir auch schon einen rausgesucht gehabt. Und zwar, ich glaube hier. Ja, ich glaube hier, das hier wollte ich. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, verschiedene Sachen noch zu machen, die Werte zu steigern. Hier haben wir jetzt Werte von Stärke, Intellekt, Weisheit, Gewandtheit, Konstitution, Charisma. Rüstungsklasse, kennen wir ja, 10 ist ziemlich hoch, also 10 ist eigentlich, man hat gar keine Rüstungsklasse sozusagen, umso niedriger, umso besser, kennen wir ja aus Baldur's Gate. HP ist auch klar, was eben 3 bedeutet, weiß ich nicht, ob das ist, ob er mit Level 3 anfangen, ich weiß es nicht. So, jetzt können wir natürlich rerollen, dann sehen wir schon, die Werte, die ändern sich. Und es gibt jetzt verschiedene Arten, wie man dieses Spiel spielen kann. Ich habe mal einfach mal geschaut, wie es andere Let's Player machen. Und das ist auch ganz unterschiedlich. Manche sagen, wir machen Reroll, bis die Werte passen. Sozusagen, so gefallen sie mir und dann behalten wir diesen Charakter. Manche sagen auch, dass wir die Werte ändern. Zum Beispiel mit Modify kann man sie zum Beispiel ändern. Dann könnten wir jetzt sagen, oder haben die gesagt, Gewandtheit 14 gefällt mir nicht. Oder Charisma 17 braucht man nicht. Dann gehen wir das. Ach, das geht gar nicht runter. Gewandtheit braucht man nicht. Dafür gehen wir dann 2 dann hoch. Intelligenz braucht man nicht. Dafür gehen wir da hoch. Also, dass die Werte, die Rolldinge alle übereinstimmen. Nur, dass man es so macht. Man kann es aber auch so machen, dass wir die Werte auf maximal hochbringen. Und zwar wirklich jeden Wert hier. Ja, bis auf die Rüstungsklasse natürlich. Habe ich auch schon gesehen gehabt, dass manche Let's Player das so machen. Dass man das hier alles quasi, das sieht man schon, Gewandtheit, dann geht die Rüstungsklasse runter. So, runterbringen und die HP so hoch machen, wie es nur geht. So. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, das jetzt so zu machen und das mit allen 4 Charakteren zu machen. Und ich muss gestehen, da wir ja auch noch weitere Charaktere kriegen, hätte ich gesagt, machen wir das jetzt auch einfach mal so. Man muss sich das Leben nicht noch schwerer machen, als es ist. Und es ist ja noch nicht mal ein Cheat, es ist ja original so im Spiel drinnen. So. Und dann haben wir unseren ersten Charakter. Dann habe ich mir erstmal überlegt gehabt, ich könnte zum Beispiel einen Halbling männlich oder weiblich machen. Und da könnte ich dann Kämpfer Schrägstrich Dieb machen, weil einen Dieb wollte ich auf jeden Fall noch drin haben. Hab mir aber überlegt, will ich wirklich so eine Hybridklasse haben? Ich glaube, ich will tatsächlich, wenn ich einen Dieb haben will, dann einen richtigen Dieb haben und keine Hybridklasse. Und deswegen habe ich mir überlegt gehabt, also ich will einen Kleriker drin haben, ich will einen Dieb drin haben und ich will noch einen Magier drin haben. Und da der Kleriker in Dungeons & Dragons doch immer sehr nicht nur heilen kann oder so, sondern auch sehr stark ist und auch eine Waffe hat, die ja aus dem hinteren Dings überhaupt nicht einsetzen könnte, wäre das eigentlich blöd.
Das heißt, da vorne kommt unser Kleriker hin. Ich würde auch sagen, Kleriker will ich auch einen Mensch weiblich haben. Kleriker. Und zwar mit Neutralgut. So, Mensch, Kleriker. Ja, das finde ich gut. So, dann modifizieren wir wieder. Da wir ein Mensch sind, ist alles, ja, man sieht es, Stärke geht jetzt nicht hoch. Also nicht so hoch wie beim Paladin. Aber, ja, man kann ja doch schon einiges machen. So. Das ist... Ja. So, und dann habe ich gesagt, wollte ich einen Dieb haben und da hätte ich gerne einen Halbling, männlich. Und das sieht man jetzt auch, jetzt könnte man das Kämpfer-Dieb machen. Das ist so eine Hybrid-Klasse. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das spielt hier, aber da hätte ich gesagt gehabt, benutzen wir einfach einen ganz normalen Dieb. Und der bleibt da hinten, dann kann er nämlich mit seinem Messer noch werfen aus der zweiten Reihe. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Der soll chaotisch gut sein. So. Und ich glaube, das Bild hier passt doch ganz gut. Jetzt sieht man auch schon gleich, der Halbling hat zum Beispiel Weisheit, kann er nur 17 haben. Dafür kann er Gewandtheit 19 haben. Und das ist bei Dieben auch ziemlich gut. So. Okay, dann nennen wir dich... Ach, nennen wir dich... Bleiben wir bei Regis aus den aus der Gruppe von Driss the Orden. Lassen wir es einfach mal so. So, dann hätte ich gern noch einen männlichen Elfen. Und das wird, wie gesagt, diese Dinger will ich nicht haben, diese Dinger hier. Ich könnte auch einen Deep Magier spielen zum Beispiel, aber ich will einen reinen Magier jetzt haben. Magier. Rechtschaffen neutral. Und jetzt brauchen wir noch ein Bild für einen schönen Magier. Einen Elfenmagier. Das sieht irgendwie ziemlich arrogant aus, findet er nicht auch? Gefällt mir eigentlich nicht so sonderlich. Wir könnten... Ja, das sieht böse aus. Das ist eher ein Zwerg. Nehmen wir vielleicht das hier. Das sieht irgendwie wie Magier aus. Ob es ein Elf ist oder nicht, erkennt man auf dem Foto nicht. Foto. Auf dem Bild natürlich nicht. Ja. Ich würde sagen, so lassen wir das mal. Männlicher Elf. Magier. Und dich nennen wir... Bleiben wir mal bei Taladar aus Quest for Glory. Da war zwar ein Paladin, hätte dann eher dazu gepasst, aber bleiben wir doch so. Ihr Team ist komplett. Spielknopf oder P drücken, um zu beginnen. Und das machen wir jetzt mal. Wir drücken P und jetzt sind wir genau an der Stelle, wo wir auch schon gesehen haben. So, aber jetzt muss ich mal noch was anderes schauen. Und zwar bei, ich weiß gar nicht, Spieloptionen. Nee, das war es nicht. Einstellungen, Geräusche sind an. Ja, ich kann eigentlich nicht lauter stellen. Ich habe jetzt gehofft gehabt, ich könnte ein bisschen lauter stellen, weil die Musik ist doch relativ leise hier drin. Aber gut. Aber wenn wir schon da sind, können wir auch noch eine Sache machen. Wir können Taladar noch Zauber geben. Ihr kennt es vielleicht schon von Baldur's Gate oder so. Es ist, wir haben verschiedene Zauber, wo wir dann jetzt aussuchen müssen. Zwei von Stufe 1 haben wir. Von Stufe 2 können wir einen nehmen, Stufe 3, 4 und 5 haben wir noch nichts. Und wenn wir sie gebraucht haben, sind sie weg und danach müssen wir uns wieder ausruhen. Das heißt, da würde ich einfach mal zweimal magische Geschoss machen und hier noch einmal Säurepfeil. Dann beten wir noch für Gebete, für weitere Klerikerzauber. Kann auch Fala machen, aber erst später.
So, leichte Wunden heilen, hätte ich zweimal gesagt. Und Segen einmal. Ja, machen wir es erstmal leichte Wunden heilen 3. So. Und hier Gift verlangsamen ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und Stärkung. Machen wir ja, Gift, ich weiß nicht, wie oft wir jetzt vergiftet werden oder so. Machen wir es zweimal vielleicht. Und dann ruhen wir uns aus. Und das sehen wir schon hier unten. Da steht drin, was wir alles gekriegt haben. So, sehr schön. Außerdem geben wir dir mal ein Steine in die Hand. Das sehen wir jetzt auch schon relativ schön. Wir haben hier Dietriche, wir haben Essenspakete. Wir sehen HP, wir haben Hungern und Essen brauchen wir noch ein bisschen. Hier haben wir, wie viel Munition wir haben, was wir alles haben. Das ist ein Kurzschwert. Kannst du mir ein Kurzschwert schmeißen? Hier haben wir auf jeden Fall dann noch so Zeug. Dieb, chaotisch gut und unsere Werte und so weiter. So. Muss mal ganz kurz was schauen. Kannst du mit den... Nee. Ah ja, okay. Die können geschmissen werden. Dann kriegst du auf jeden Fall den Dolch in die Hand. Und das Ding hier. Ich glaube, damit kannst du auch schmeißen. Ja, damit kannst du auch schmeißen. Das passt schon gut. Dann kannst du unten nämlich hier auch was machen. Ja, ich weiß, du kannst mit dem Schwert nicht umgehen. Dann bleibt es mal hier. Dann hast du leider nichts in der Hand. Aber egal, das macht jetzt auch nichts aus. So. Okay, dann zeichnen wir doch mal, wie es hier aussieht. Da hatten wir, glaube ich... Moment, da ging es 2 rein, oder? Ja, genau. Dann haben wir... das hier, das hier. Und hier geht's weiter. Da haben wir eine Tür. So. So sieht's hier aus. Genau. Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Wir haben weitere Dietriche, kommen mit. Halblingknochen. Ich weiß nicht, ob wir Halblingknochen brauchen werden oder nicht. Ich nehme sie mal mit. Wenn nicht, kann man damit bestimmt auch irgendwas beschweren oder irgend sowas. Etwas huscht tiefer in den Abfluss, in den Boden. Okay. Wir haben eine Tür. Da hinten sieht man schon, da ist was. Wir haben einen Hebel. Oh, und das war's schon. Das war schnell. Okay. Da haben wir auch nochmal eine Tür und da geht's auch nochmal weiter. Ja, genau, hier geht's auch nochmal weiter. Und hier geht's runter. Und da haben wir nochmal eine weitere Tür. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir mal, was es, wie es hier weitergeht. Und da haben wir auch nochmal eine Tür. Okay. Alles klar. So. Ja, so sieht es im Moment aus. Moment, muss ich da noch ein bisschen scrollen. Und speichern vorsichtshalber mal. Gut. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Bleiben wir mal hier vielleicht. Klicken wir mal an. Das ist die Tür. Ein etwas huscht tiefer in den Abfluss in den Boden. Okay, also da haben wir die Tür. Da muss ich jetzt mal schauen. Da geht es 2 Felder runter. Hier geht es 2 Felder hier rein. Hier geht es noch hin. Eins, zwei, drei. Moment. Ja, das ist nicht ganz so einfach. So. Dann geht es hierher zurück.
Dann haben wir hier das Ding. Zwei Teile und da haben wir auch eine weitere Tür. Ja, das ist etwas komplizierter, wenn man da auch ein bisschen... Hoppla, was war? Das war ein anderes Symbol. Egal. Das ist auch ein bisschen komplizierter, wenn man da so ein bisschen hier um die Ecke denken muss, ob es jetzt nach Süden geht und ob es dann nach links geht und so weiter. Aber es hat schon funktioniert ja ganz gut eigentlich. Okay. Dann haben wir also hier eine Tür, wo es weitergeht. Hier unten eine Tür, wo es weitergeht. Ist die Frage, ob wir da oben oder da unten lang gehen. Da haben wir auf jeden Fall einen Knopf, das habe ich gesehen gehabt. Haben wir eigentlich ein Symbol für Hebel oder irgend sowas? So, da war noch ein Hebel. Ja, hier war eigentlich auch noch ein Hebel. Hopp. So. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir erstmal mit der ersten Folge fertig. Hat ja ganz gut geklappt. Und das Programm scheint nicht abgestürzt zu sein. Also bei meinem Probelauf, ja, ich habe es schon einmal aufgenommen, dann habe ich es wieder abgebrochen. Da ist das Ding dreimal abgestürzt. Aber das scheint jetzt im Moment ganz gut zu funktionieren. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.